Good evening, ladies and gentlemen. Ich werde auf Deutsch sprechen, weil wir Jelle Nieuwland bei uns haben, den Dolmetscher, der für Sie übersetzen wird. Herzlich willkommen zu dieser Pressekonferenz nach unserem ersten Champions League-Spiel. Endstand gegen den FC Brügge 1:0 für Brügge. Gerardo, wir starten am besten mit einem Statement von dir, würde ich sagen, nach einer kurzen Übersetzung. Hartelijk welkom, auch für die nederlandstalige Kollegen. De persconferentie zal in Duits zijn en na afloop van elke antwoord ga ik het voor jullie vertalen. Ja, we zijn enttäuscht. Deze Niederlage doet weh. Ik glaube, dat die Mannschaft heute sehr wenig zugelassen hat und dafür sehr hart bestraft wurde und für den großen Aufwand sich nicht belohnt hat, viele gute Situationen kreiert hat, auch einige Torchancen. Sicherlich auch das Spielglück nicht auf unserer Seite heute. Darum Gratulation an den Gegner für ihren Sieg. Dann bitten wir um Ihre Fragen. Hij is natuurlijk een erg teleurgesteld. Ze hebben heel veel kansen gekregen, maar ze zijn niet beloond en eigenlijk worden ze bestraft. En ja, ze zijn erg teleurgesteld. Oh, sorry, ja, natuurlijk ook gezegd dat hij de tegenstander wil feliciteren. Dann bitten wir um die Fragen an den Chefcoach. Ich sehe auch noch keine deutschen Journalisten. Einen Kollegen vom WDR. Gut, bitte. Hallo, Herr Serwane. Wie schwer fällt eine Analyse nach so einem Spiel? Die Mannschaft hat einen enormen Aufwand betrieben, hat nicht viel zugelassen, wie Sie gesagt haben, wird aber einfach nicht belohnt. Dann fällt hinten so ein kurioses Tor wieder rein, vorne kriegt man es aberkannt, trifft nur den Pfosten. Wie richtet man eine Mannschaft nach solchen Spielen, die ja immer wiederkehren, wieder auf? Ist klar, so kurz nach dem Spiel ist das schwierig, weil alle sehr enttäuscht sind. Aber indem dass wir auf unserem Weg bleiben, ich glaube, die Mannschaft hat in den letzten Wochen ein ganz anderes Gesicht gezeigt, auch heute, wie gesagt, sehr wenig zugelassen, vieles kreiert. Ab morgen dann in die Analyse für den nächsten Gegner und sicherlich das ein oder andere auch aufzeigen, was gut ist. Und natürlich gibt es immer Dinge zu verbessern, vor allem in unserer Situation. Nou, de vraag was, ja, je hebt heel erg pech, je krijgt de doelpunten die worden afgekeurd en je krijgt dingen tegen de lat aan. En de vraag is, hoe krijg je ze weer gemotiveerd, hoe kan je ze weer laten opstaan? En het antwoord was dat ze direct na de wedstrijd erg moeilijk te zeggen, maar ze hebben heel veel mogelijkheden gecreëerd, hebben weinig dingen toegelaten, dus... maar we zullen morgen beginnen met de analyse en dan ja, richten op de volgende tegenstander. Zo, we zien met wen en van treffen die deutschen journalisten ein. Gibt es weitere vragen aan den cheftrainer? Zijn nog meer vragen voor de trainer? Holger Schmidt van de DPA, bitte. Problem ist jetzt, dass ich eben die Ausführungen nicht gehört habe, aber wie beurteilen Sie denn das Tor, das heute gefallen ist? Eine Standardsituation, die man wie gewohnt im Mix zwischen Raum- und Manndeckung verteidigt und ein direktes Duell verloren wird am ersten Pfosten, natürlich sehr schwierig von dieser Situation auch ein Tor zu erzielen, weil der Spieler sich ja vor dem ersten Pfosten auch aufhält. Aber sicherlich ärgerlich, dass wir erneut durch eine Standardsituation verlieren. Ja, die Frage war, wie beurteilt ihr das Doelpunt, das gefallen ist? Na, das ist eine Standardsituation. Es ist sehr schwierig. Er kommt aus der Deckung und direkt vor der ersten Paal. Und ja, es ist schwierig, um das zu verteidigen. Gibt es noch weitere Fragen? Gibt es noch weitere Fragen? Ansonsten ist es eine ganz schnelle Pressekonferenz. Holger Schmidt noch einmal. Ja, Herr Johann, es gibt einen Satz von Hermann Gerland, der sagte, immer Glück ist Können. Ich will den Satz jetzt nicht komplett umdeuten, aber kann man denn sagen, dass es immer Pech ist, wenn man immer auf das Spiel betrachtet, unglücklich verliert?
kann ich nicht viel dazu sagen, was das für Kommentare sind von anderen Leuten. Was ich sagen kann, ist, dass die Mannschaft heute erneut wie die letzten zwei Spiele ein gutes Spiel gemacht hat, sehr viel Aufwand nach vorne betrieben, sehr wenig zugelassen, und das geht es ja im Fußball, dass man so wenig wie möglich Situationen dem Gegner zulässt und dass man so viele wie möglich kreiert. Das gelingt uns die letzten Spiele absolut. Das fehlt an beiden 16 Meter die Klarheit, die Effizienz, die Entschlossenheit, sowohl im offensiven Duell wie auch im defensiven Duell. Das muss unbedingt besser werden. Ja, eigenlijk werd iemand geciteerd van als je altijd pech hebt, is het dan ook altijd pech? En dat vind ik moeilijk om daar een antwoord op te geven. Maar hij heeft laten zien, de laatste wedstrijden laten zien dat ze goed kunnen spelen. Heel erg pressing naar voren. Weinig mogelijkheden gegeven aan de tegenstander. Dus ze hebben veel mogelijkheden zelfs gecreëerd. Maar aan twee kanten in de... In het 16 meter gebied zijn er dingen die verbeterd kunnen worden. Dus het moet efficiënter worden, zowel in het offensief als in het defensieve. Wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann wünschen wir einen schönen Abend zusammen. Vielen Dank fürs Kommen. Danke. Okay. Hartelijk dank.